Bern ist die letzte Woche ganz im Zeichen von der Mountainbike-EM gestanden. Und gestern zum Abschluss in der Königsdisziplin im Cross-Country hat es Silber für die Schweiz gegeben durch Nino Schurter. Eine Medaille, das hat im Rennen von der Frauen auch Kathrin Leumann ausreichen wollen. Für die Europameisterin von 2010 war die EM ihr Saisonhöhepunkt. Hopp, Kathrin! Hopp, Kathrin! Grosse Unterstützung für Kathrin Leumann schon vor dem Rennen von ihrem Fanclub aus Riechen. Der VC Riechen hat das erste Mal organisiert, dass sie gemeinsam an ein Rennen kommen, von mir zu schauen. Und das ist schon, das freut mich extrem, dass eigentlich auch das Heimpublikum dann wirklich da ist. Mit viel Lärm und typisch schweizerischer Unterstützung geht es an den Start. Als 12. von der Weltrangliste müsste Kathrin Leumann eigentlich aus der zweiten Reihe starten. An der EM sind die Fahrerinnen aus Übersee aber logischerweise nicht dabei. Darum eine Top-Startposition für sie. Das freut auch der Sportminister Ueli Maurer. Dann volle Konzentration. Kathrin Leumann startet schnell und geht an der Spitze in den sogenannten Startloop. Eine kurze Runde zum Einfahren. Wo es dann auf einen richtigen Parkour geht, liegt sie an dritter Stelle, auf Medaillenkurs. Dass Kathrin Leumann wieder ganz vorne mitfahren kann, liegt unter anderem auch an ihrem Entscheid, voll auf die Karte Mountainbike zu setzen. Seit einem halben Jahr lebt sie als Vollprofi. Dazu gehören auch Sitzungen bei ihrem Osteopath Gaius Schmidt zu Basel. Letzte Woche vor der EM hat sie sich durchchecken lassen. Wir tun regelmässig sozusagen ihr Fahrgestell ein bisschen kontrollieren, ob das funktioniert, ob es reibungslos funktioniert und alles, was ein bisschen verhängt ist oder blockiert ist, lösen wir wieder lösen bei ihr. Oh, jetzt ist es anders. Man merkt schon, dass es einfach immer wieder beweglicher wird, dass man sich aufgerichtet fühlt, zentriert fühlt und dann hat man auch viel ein besseres Gefühl nachher auf dem Bike. Und das sieht man gestern auf dem Gurten. Kathrin Leumann zeigt ein starkes Rennen und kommt als Zweite zum Prunkstück von der EM-Strecke. Eine dreifache Sprunglinie mit bester Aussicht auf die Altstadt von Bern. Bis zur zweitletzten Runde kämpft sie um Bronze mit zwei anderen. Bei der letzten Zieldurchfahrt kommen die anderen dann aber allein und Kathrin Leumann mit ein paar Sekunden hinten dran. Wie lange in der Medaillenrang drin war oder können darum kämpfen? Die letzten zwei Runden habe ich extrem Krämpfe bekommen in den Oberschenkeln. Oder ich habe gespürt, dass es kommen könnte. Ich habe einfach noch das Beste versucht und habe gekämpft. Das reicht aber nicht mehr aufs Podest. Der 5. Platz ist es am Schluss mit 2 Minuten 10 Rückstand auf die Weltcup-Leaderin und jetzt die neue Europameisterin Tanja Schakel aus Slowenien. Trotz dem verpassten Ziel einer Medaille bleibt der Kathrin Leumann Heim-EM in guter Erinnerung. Das war wirklich absolut grandios. Die Zuschauer haben die wirklich einfach vorwärts geschrauen. Es ist einfach wunderschön, wenn man so rennen fahren und wenn man dann noch so weit vorne fahren. Die Euphorie ist wirklich übergeschwappt und ich habe sehr profitiert davon. Ja, super. Sie ist Tochter und wäre natürlich froh, wenn sie ganz vorne mitfährt. Aber die ersten 10, das ist einfach immer so. Gratulationen von allen Seiten. Das soll es auch in 2 Wochen wieder geben. Dann wird Kathrin Leumann zum 4. Mal Schweizer Meisterin werden. Sau gut. Es geht ja doch wieder einfach. Heimspiel ist Ihnen präsentiert worden von der Tretter Fina.